Leute, nee. So, Dille. Also, ja, genau. Erstmal. Wir sind ja ein bisschen enttäuscht, dass euch letztes Mal nichts aufgefallen ist. Und zwar dieses ist euch nicht aufgefallen. Hallo Freunde. Hallo meine lieben Fans. Ich begrüße euch recht herzlich zu diesem Theater. Das ist kaum jemandem aufgefallen, dass die Begrüßung gefehlt hat. Ganz wenig. Da sind wir eigentlich ein bisschen enttäuscht von euch. Wir haben gedacht, es wird euch allen auffallen, dass die Begrüßung gefehlt hat. Die wir immer sagen. Diese eure Fans, meine Fans. Wie auch immer. Ja. Die hat er vergessen. Ja, genau. Da waren wir ein bisschen traurig. Vom Extra gesagt, naja, mal gucken. Na, so. Gut, dass ich meine Haare, dass Ille meine Haare blond gefärbt hat. Ja, okay, das war auch anders. Ja, aber es ging ja eigentlich um die Begrüßung. So. So. Ja. Und bevor es jetzt hier überhaupt losgeht, wir fangen mit dem. Nee. Mit dem Food. Nee, nee. Jetzt machen wir nachher, Maus. Das machen wir nachher. Ach, das machen wir nachher. Das machen wir nachher. Das machen wir nach dem Food Hall. Ja, okay. Das kannst du wieder runterpacken. Kann ich wieder runter. Genau. Wieder runter. Genau. Also, bevor es hier jetzt zum Food Hall weitergeht, ja, möchten wir erstmal was erwähnen. Wer bei uns in die Küche kotzt. Der braucht sich bei uns auch nicht ins Wohnzimmer zu setzen. Ja. Ich hoffe, das war deutlich. Ja, ich möchte unter meinen Kochvideos keine Kotz-Smileys haben. Wenn einem das nicht zusagt, dann kann man schreiben, mag ich nicht, aber keine Kotz-Smileys. Also, wer in unsere Küche kotzt, der braucht sich auch jetzt nicht zum Foodtour hier ins Wohnzimmer zu setzen. Ille hat gesprochen. Genau. Wir haben heute einen langen Tag, aber vorab, wir waren heute schon, heute ist der 15.02., ich war heute Morgen beim Kardiologen. Jetzt, na komm rüber, na? Ups, jo. Es ist alles in Ordnung, keine Auffälligkeiten. Gut, super. Gemacht. Genau. So, dann waren wir einkaufen. Ja. Heute nur bei Penny, Hit und Aldi. Ich dachte, da geht los hier. Die. Ja. Ja. Also die Fahrt hat länger gedauert zum Kardiologen. Als die Untersuchung. Ja. Ich hatte mich kaum hingesetzt, hatte mein Handy schon rausgekramt und dann kam Ille auch schon gleich dran. Mhm. Hat um 10 Termin mit ihm auch pünktlich rangekommen. Ja, muss ich auch sagen. Also und den Termin hat meine Schwägerin gemacht. Meine Schwägerin arbeitet in der Kinderarztpraxis, sie ist Kinderkrankenschwester und sie hat den Termin für mich dort gemacht. Ja. Deswegen ging das so schnell. Also dann baten andere Patienten um Termine. Um neue Termine. Ja, da hieß es 8. August, 5. September und so weiter und so weiter und so weiter. Ja. Es hat alles geklappt, ging gut. Genau. Wir hatten also auch gute Busverbindung, aber wie gesagt, wir waren 59 Minuten mit dem Bus und mit der U-Bahn unterwegs, hin und zurück. Ja, je 59 hin und 59 zurück. Ja. Für dafür, dass ich vielleicht 10 Minuten drin war, noch nicht mal. Ja, noch nicht mal. Ich sag ja, hatte es mir schon gemütlich gemacht. Ja. Ne? Aber nun, ich bin ja froh, keine Auffälligkeiten und alles in Ordnung. Und das ist schon mal super. Genau. Gut, wir fangen an. Ja, fangen wir an. Ja. Ihr habt euch bestimmt gewundert, dass so wenig von uns kam jetzt die Woche. Ne? Wir haben wirklich nur letzten Donnerstag den Futter hochgeladen. Ja. Wisst ihr, uns war irgendwie nicht so nach Videos drehen, uns hinzusetzen und lalala und nulala und dralala zu machen. Und nachdem die ganzen Ereignisse mit der Türkei, mit Syrien, mit Erdbeben, das hat uns dermaßen mitgenommen, dass ich gesagt habe, ich kann mich jetzt nicht auf die Kamera setzen und irgendwie so lustig machen oder lustig sein. Und ja, deswegen kommt auch heute erst wieder, also ne, morgen Donnerstag mit einem neuen Video. Und ja, also, ne, also deswegen, also der Fall ist so eine furchtbare Tragödie. Und also wirklich, also, ja, deswegen, ja. Wir haben auch gespendet. Ja, haben wir gemacht. Ja. Irgendwo muss man ja helfen. Man muss einfach helfen. Ja. In irgendeiner Art, die man kann. Jeder macht, wie er kann. Wir haben eine Kleinigkeit gespendet und ja, okay. So, das vorab. Jetzt kommen wir. Jetzt nach dem Intro kommt endlich der Food Hall. Yesterday, no, I don't think you're here to stay. No, I don't think.
So. Legen wir los. Wir ziehen wie immer das, wir gehen in die Mitte. Ja, da stehen wir denn mit unserem Latein. Da stehen wir denn und warten. Das ist jetzt Hit. Außer die Dosen nicht. Die Dosen nicht, nein. Dann fangen wir bei Hit an, ist doch wurscht. Ja, eben sage ich. Und er liegt hier, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, dass er hier querfeldbeet liegt, aber ich weiß es nicht. Oh, aber er liegt hier so wie Waldi. So querfeldbeet. Wir haben eine Überraschung für den Vivaldi. Ja, oh, ja. Das wird auch, gibt es im nächsten Video. So, ja, bitteschön. Ach ja, wir haben mitgenommen, genau, willst du mal eine Gabel holen? Ja, genau. Wir haben mitgenommen Eat Happy, und zwar vegan. Veggie, nicht vegan, sondern vegetarisches Sushi. Ja. Kam jetzt 7,99. Wir haben heute noch nichts gegessen. Wir haben zwar noch Suppe von gestern, aber wie gesagt, wir sind gerade erst rein. Den ganzen Tag, seit heute Morgen um 8.33 Uhr waren wir jetzt unterwegs. Und jetzt haben wir 4:45 Uhr, ja. Also wisst ihr Bescheid. Und ja, jetzt kosten wir immer. Ist leider keine Sojasauce bei. Brauchst du ein bisschen Sojasauce? Warte mal, hier hat doch eine Gabel. Ja. Weil heute, diese heute könnte der, die Überschrift richtig sein, Mukbang. Ich habe mich natürlich letzte Woche versprochen, ne? Meine natürlich nicht Mukbang, sondern, hier, sag schon, Foodhall. Hm. Von der frischen Sushi-Bar. Ja, haben wir doch. Wir haben nur kleine Tütchen. Nee, haben wir nicht mehr. Dann nimm die große Flasche. Dann nimm die große Flasche. Mmh, also schmeckt schon mal. Naja. So, Sesamöl. Nee, ich hab da gestern gekocht mit der Einzel. Hast du? Ja. War ich. Nein, ich esse nicht die besten Sachen raus. Du isst Nein. Die besten Sachen raus, bis ich dann da bin wieder, ne? Genau. Natürlich. Ich bin dir ja. Mucke, das ist vegetarisch, das isst du nicht. Das sag ich mal nicht. Das ist doch auch ein Tofu-Fresser. Genau. Ich hab Tofu gegessen. Alkoholismus führt zum Faschismus. Ich mach Kussi, dann sagt mir einer. Nee, wir brauchen ja nur ein Schälchen. Wir wollen ja jetzt auch nicht alles aufessen, wir wollen ja nur kosten. Kosten wir mal. Also, das sieht mir sehr. Das ist rote Beete bestimmt. Ach so, ist rote Knete. Was hast du gedacht, was das ist? Rote Knete. Okay. Dann kosten wir. Wie kosten wir? Sagen wir mal, wie es schmeckt. Oh, sind das große Teile, ey. Toten Fisch kann es nicht sein. Ne? Nein, ist ja Veggie. Na, was denn? Mir ist draufgefallen. Wir dürfen kauen beim Essen. Nein, sprechen beim Essen. Gut. So noch einen ist gut. Aber ist lecker, gefällt mir. Schmeckt mir gut. Würde ich wieder essen. Es muss kalt. Das muss mir immer kalt. Nein. Also sie ist nicht immer kalt. Aber wenn das kalt ist, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn das kalt ist, schmeckt es nicht. Das genau, mit allem Essen ist das so. Wenn das Essen zu kalt ist, das ist bei jedem. Wenn das Essen nicht heiß genug ist, schmeckt es auch nicht. Also bei mir ist es so, wenn es zu kalt ist, schmeckt es mir auch nicht so. Aber es schmeckt. Ja, die machen sie ja auch da selber. Ja, ja. Es schmeckt ein bisschen süßlich. Es ist Tofu-Haut. Schmeckt gut, ne? Schmeckt gut. Können wir empfehlen, Leute. Das gehört dir noch, hier. Ja.
Ja, noch gut, meinst du. Mh, lecker. Das gefällt mir. Schmeckt mir gut. Ja. Okay, weiter. Dann stand ihr vor der... Sie ist nicht schwanger. Nein, nein. Da hat sie einmal Senfgurken mitgenommen. Mild würzig. Ja. Und einmal Honiggurken. Honiggurken. Mild süß. Nein, in ihrem Leben noch keine Honiggurken gegessen. Du? Ich auch noch nicht. Nee, Honig. Also, die Senfgurken, ja. Senf, ja. Aber Honiggurken? Mit vollem Mund spricht man nicht. Also, einmal Honiggurken. Einmal Senfgurken. Hast du dir Stuppenlift drauf gemacht? Nur ein Lipgloss. Naja. Irgendwie glänzt du so. Dann hatten sie... Ja, das ist meine Schönheit. Aha. Meine Gesamtheit. Mein Alles. Ich bin schön. Und deswegen glänze ich. Meine Schönheit glänzt. Ich muss doch den Hatern was zum... was bieten. Ich mache mal weiter mit den Bananen. Und zwar Chiquita-Bananen. Was sind denn die letzten Bananen im Leben? Aufgegessen. So? Waren die noch gut oder die waren noch grün letzte Woche? Nö, die sind ja nicht mehr grün geblieben. Mhm. Eine ist, glaube ich, noch da. Ich hab gestern, als ich meine Krämpfe hatte, eine Banane gesucht. Also habe ich keine gefunden. Hast du meine in der Obstschale geguckt? Nein, die hängen doch immer an dem Ding, was Steffi haben. Aber eine alleine hängt nicht. Ach, das stimmt allerdings. Ich habe gedacht, es sind noch zwei da. Nee. Also jedenfalls habe ich vergeblich eine Banane gesucht. Chiquita Bananen 1,79 im Angebot. 1,79. Naja, ja. Reden wir nicht drüber. Unser Budget hat ausgereicht. 100 Euro haben ausgereicht. So, dann geht's weiter. Sonderangebot. Nee, erstmal machen wir hier noch einmal. Ja, Nutella. Nutella? Gläser Nutella. Nee, wie war das? Gläser Nutella? Naja, ist auch real. 2,99. Nutella, nee, Nutella Gläser. Teller nur Gläser. Teller nur Gläser, genau. Teller nur Gläser. Maike, weiß Bescheid. 750 Gramm plus 75 Gramm gratis. 2,99. Da kannst du nichts sagen, ne? Das ist ein toller Preis. Für Teller nur Gläser. Teller nur Gläser. So, dann Sonderangebote. Käse, Bio-Alpenländer, Butterkäse, cremig mit 1,49 runtergesetzt. 50%. 1,49, 2,99, so. Genau. Der ist noch haltbar bis und so weiter. Na, bis er schlecht wird. Oder aufgegessen ist. Aber ich denke mal eher aufgegessen wird. Genau. Und nicht schlecht bei uns. So, dann hat sie hier noch Liegen-Urkorn. Ich wusste es doch. Liegen-Urkorn ist eigentlich auch eine alte Sorte, ne? Also nicht das Kraftkerni. Das Brot ist nicht alt. Von 1,80 1,79. Naja. Wie wollen wir mal ganz genau sein? 1,79 auf 89 Cent. Genau. Aber Liegen-Urkorn ist schon altes Brot. Ja, ist sehr alt. Also jetzt nicht. Die Mutschen hat auch mal Liegen gerne gegessen, aber das weiße, helle Brot. Liegen-Urkorn. Wie gesagt, esst Körnerbrot, dann könnt ihr auf die Toilette gehen. So, und dann haben wir uns hier, letzte Woche hatten wir hier die Seidenklößchen. Genau, und die waren lecker, Leute. Das sind aus gekochten Kartoffeln. Diese sind aus gekochten, komplett gekochten Kartoffeln. Die sind sehr, sehr lecker. Wir werden das auch mal ausprobieren mit dem Kartoffelpuffer. Ja. Werden wir sicherlich auch mal ausprobieren. Ja. Aber die haben wir zum Gulasch gegessen. Das habe ich mitgefilmt, das Rezept. Hab's noch nicht geschafft, online zu stellen. Den Gulasch habe ich noch nicht online gestellt. Ach so. Habe ich noch nicht geschnitten. Hast du noch nicht geschnitten? Nee. Also wie gesagt, die Seidenklöße, die sind, was kosten die? 2,29. Aber ich sag mal so, wenn du die Kartoffelpreise siehst und dann hast du von den Kartoffeln, du musst die Schale abmachen, dann hast du den Stromverbrauch. Genau, also da ist das voll. Und die schmecken wirklich gut. Ich bin nicht ein Fan von nur gekochten Kartoffeln. Diese Klöße mag ich eigentlich gar nicht. Ja, aber das stimmt gar nicht. Nachdem ich sie mal... Ja, aber ich mochte sie nie. Ach so, ja, also Seidenknödel. Klöße. Knödel. Ach, Knödel, okay. Seidenknödel. Knödel. Ja, Knödel. Du Knödel. Du hast einen schönen Pulli an. Steht dir unheimlich gut die Farbe. Guck mal, da sind Knödel drin. Die Küchentür offen, das Schabefleisch liegt draußen.
Nein, ich glaube, die Küchentür ist zu. Ist so, gut. So, dann hat Ille wieder in ihr Reduzierecke, genau. Nach 0% Zuckerzusatz, Actimel Immunsystem, Vitamin Mix. Einmal Multifrucht und einmal Vital. Magnesium, was steht da? Magnesium? Und oder? Zink. Und Zink. Wollen wir mal davon eintrinken? Also 99 Cent, ne? Von 1,99. Genau. Ach, ihr wisst ja, ne? Wir trinken ja. Bei uns wird es erst schlecht, wenn es erst alle, wenn es. Es wird erst alle, bevor es schlecht wird. Ich kann es ja nicht lesen. Ach, 19.02. Oh Gottchen. So. Prost. 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 Und unterstützt dann wie ein Immunsystem. Kann ich gebrauchen. Schmeckt, ne? Kann man machen, oder? Mhm. Mhm. Nein, Schatz, das kann man nicht machen. Das kann man trinken. Das kann man trinken. Lecker. Kann man empfehlen. War jetzt sowieso hoch im Angebot. 1,99. Und die kostet immer 1,99. Okay. Von Danone, aber wir haben jetzt 99. 99% recycelbar. Das also hört man gerne. Also alles recycelt. Ja. Es wird alles recycelt. Genau. So, dann Wurstfleischabteilung, ist nur Wurstabteilung. Fleischabteilung. Wir haben vergangene Woche auch Tartar gekauft. Irgendjemand hatte gesagt, ob die Katzen kein Tartar bekommen hätten. Doch, die haben Tartar bekommen. Das hatten wir aber auch, glaube ich, erwähnt. Bloß wir haben dieses Mal 500 Gramm, weil sie es im Angebot hatten. Genau. Und haben dann, ich habe dann die Hälfte eingefroren. Genau. Und die andere Hälfte haben sie nach dem Foodhol bekommen. Das steht jetzt in der Küche und zum Auftauen, damit sie dann auch wissen, wir sind heute einkaufen. Genau. Da haben wir was mitgebracht. Ja, genau. Wir vergessen unsere Muggelchen nicht. Nein. Jedenfalls haben wir, entschuldige, dass ich unterbreche, der Fleischer fragte, heute kein Schabefleisch. Haben wir gesagt, wir haben noch, weil wir haben ja letzte Woche 500 Gramm gekauft, die Hälfte haben wir eingefroren. Sagt er, aber jetzt nicht mehr nach dem Auftau roh essen. Ich sage, nee, ist nicht, sowieso nicht für uns, sondern ist für die Katzen. Ach so, okay. Ja. Na, den Katzen haben wir lieber ein paar Mäuse, den sollen wir rausschicken, die sollen Mäuse fangen, ne? Da ist er, oder ja, irgendwie ja. So weiter, da ist er. Also Ille hat genommen Eiersalat, den hatten sie, also angefangen hat die Preisspirale mit 99 Cent. Ja. 100 Gramm. Ja, wenn es im Angebot war, 89 oder so, ne? Ja. Nee, na, ist auch egal. Nee, jedenfalls, jetzt kostet... Im Angebot 1,11 Euro. 1,11 Euro, ja. Ja, 100 Gramm. 100 Gramm. Da hat sie also Eiersalat genommen und die Schale war mit für 1,15 gefüllt. Dann hat die sie Eierschale. Eierschale, ja. dann hat sie Berliner Jagdwurst mit Senfkörnern. 50 Gramm. Kosten genauso viel, also 11,10 Euro das Kilo. 58 Cent. 52 Gramm. Dann ungarisch original, ungarische Salami. Da kostet das Kilo 34,90 Euro, 52 Gramm 1,81 Euro. Und zuletzt, zu guter Letzt, ja, ich hoffe, dass ich heute mal was davon abkriege von der Braunschweiger. Wieso hast du letztes Mal nichts abgekriegt? Doch. Aha. Braunschweiger mit Wurst fein. Da hat sie gesagt, so ein Stück. Wie viel waren es? 128 Gramm. Naja, okay. Das Kilo kostet 14,90 Euro, 1,91 Euro. Beim Angebot. 5,45 Euro für Wurst und Salat. Und die reicht wirklich immer eine Woche und die hält sich auch, ne? Wir haben ja so ein Behältnis, wo wir die reinmachen. Ich glaube, Susi, du weißt ja, welche Kapsel dir auch mal empfohlen, weil du hast sie ja dann auch gekauft, diese doppelten von Netto waren die, genau. Und die Wurst hält sich da wirklich eine Woche lang frisch, jedenfalls diese Wurst, die war da, die frische Wurst. So, dann hat Ille zugeschlagen, 18 plus 2 Riegel Big Pack. Für 2,99. Und Kinder, du weißt, Jason isst gerne Kinderriegel. Kinderriegel, und die halten sich ja auch noch bis Nikolaustag. Na, Schokolade. Na gut, Schokolade kann ranzig werden. Bis zum 16.08.23. Ja. Bei uns wird nichts ranzig, noch nicht mal wir werden ranzig. So, dann. Schon wieder Eier? Haben wir nicht noch Eier?
Nein, das sind aber doch welche, die du isst. Ach so, ja, genau, die ich esse. Das andere sind ja alles Backeier. Ja, genau. Vom Gut Schmerwitz 2,89 Euro, 6 Stück. Ich hab's mir gemerkt. Super. So, dann ich bin stolz auf dich. Ein Knoblauchknolle. Ja, weiß ich nicht, was das gekostet hat. Geht ja mal auch nach 100 Gramm. Die Knolle. Naja, 100 Gramm, glaube ich, 1,49 oder so. Naja, die hat... Ich weiß nicht, was die jetzt gekostet hat, aber es gibt wieder frischen, ne? Gibt ja. Doch, dann habe ich hier noch was gefunden. Dr. Oetker. Sahnepudding. Sahnepudding, nee, Sahnepudding gar nicht. Sahne. Doch, Sahnepudding, genau. 59 Cent statt 1,20. Jo. Ja, dann geht's weiter. Der, dann haben wir dann der an der Kasse oder die an der Kasse, Kassiererinnen, die freuen sich immer, weil wir das immer alles schon hinlegen, was runtergesetzt ist, weil immer extra abgescannt werden muss. Wir haben einen extra Scanner dafür. Genau, und deswegen freuen die sich immer, dass wir das immer schon alle, ne, was runtergesetzt ist, machen wir zusammen, damit die dann nun den Scanner, dann wissen sie und ja, naja, ihr wisst, was ich meine. So, dann, genau, ja, wir waren nämlich, naja, ja. Bei Penny hatten sie mich Milch, die Bärenmarke für 1,25 im Angebot. Ja. Und dann meint sie, naja, aber bei... da habe ich geguckt. Bei Dings haben sie Landliebe für so... Nee, haben sie Bärenmarke. Oh, Bärenmarke für 1,50. Sondern dann nehmen wir die bei Hit mit. Hit war aber nur Haarmilch. Wir trinken ja keine Haarmilch. Ja. Ja, jetzt haben wir hier frische Bergbauernmilch. Die ist ja auch mal ganz lecker. Aus dem Berg des Jahrener Land. Genau, die schmeckt sehr lecker. Da haben wir dreimal von mitgenommen. Genau. So, dann hat Ille hier noch ihren... Ah, ja. Utu. Nee, ist nur Tun. Nee, ist fresh. Fresh, aktiv. Oh, Utu. Ach no. Ach so, okay. Das Utu. Aber kann man jetzt auch 99 jetzt sage ich drauf geachtet. Ach so, fresh, aktiv. Aber ist auch von der gleichen Firma. Bloß hier ist Sauerstoff drin und hier ist fresh drin. Hier ist was Fresche drin und das was Sauerstoffhaltiges. Also hier ist einmal orange Sternfrucht, obwohl Sternfrucht schmeckt man ja nicht wirklich. Und hier ist Passion and Lime. Himbeer-Cranberry und mein Liebling, Iceberry. Und Iceberry. Iceberry. Genau. Okay, nein, du sollst nicht am Plastik lucken. Lucken. So, das war's bei Hit. Bei Hit, genau. Genau. Ich leg das mal eben kurz zur Seite. Ja. Haben wir das letzte Mal alles so schnell weggeräumt? Ich verstehe es gar nicht. Haben wir eigentlich? Ich räume doch immer so zwischendurch. Wieso? Wer sagt natürlich? Irgendjemand hatte jemand gesagt, wir hätten alles so schnell weggeräumt, den Einkauf. Null. Aber so ein bisschen wegräumen muss ich ja, damit ich Platz habe. Ja, genau, für den nächsten, genau. Nein. Alles gut, ihr Lieben. Keine Hektik. Nein, los. Keine Panik auf der Titanic. Los nicht, das ist heute sowieso nicht mehr. Nein. Heute wird ja noch was gegessen, wird eine Suppe ja, gegessen. Ja, genau, eine Tofu-Suppe. Also ich finde, wisst ihr Leute, ey, hat man keinen Anstand? Kotzt ihr anderen Leuten einfach so in die Küche, wenn ihr da bei jemandem seid? Oder ihr seid essen und ihr seht nebenan, am Nebenplatz sitzt jemand, der isst was ihr nicht mögt, dann sagt, da geht ihr doch auch nicht und kotzt den auf den Tisch. Dann kann man schreiben. Nicht meins oder so, war kein Kotz-Smiley. Also das finde ich echt unter aller und so. Ja. Ja. Dann gehen wir mal weiter. Ach nee, oder doch? Ach so. Das ist Aldi. Und Leute, ihr werdet es kaum glauben. Die Omi hat geweint. Sie hat Tränen geweint. Ich kann es euch mal einblenden. Blende ich euch jetzt ein, guckt euch das Video mal an. Und dann wisst ihr Bescheid. So. Achso, nee, doch, ich habe noch was hier von, genau, von Hit. Und zwar hatte ich diesmal keine dunklen Kartoffelbrötchen, da hat Ille dann Walnuss genommen. Walnuss, genau. Die zwei. Okay, dann blende ich euch jetzt das Video ein, warum die irgendwie so traurig waren. So. Jetzt könnte. Ich wollte meine Frau trösten. Ich war ja nicht so traurig. Wir kommen jetzt gerade vom Einkaufen. Es ist 16 Uhr. Wir sind jetzt erst durch und meine Frau ist ganz traurig.
Sie hat keine Nuisette mehr bekommen. Keine Nuisette mehr. Das wird ein Futter, ich sag euch das. Sie weint hat und an der Kasse haben wir gesagt, meine Frau ist so traurig, hat sie gar nicht reagiert. Ich sag, meine Frau ist ganz traurig. Naja, weil... Was gab es denn nicht? Ich habe keine Nuisette gekriegt. Ja, sie hat keine Nuisette bekommen. Die Verkäuferin konnte damit überhaupt nichts anfangen. Die konnte mit der Schokolade gar nichts. Sie konnte mit dem Wort Nuisette nichts anfangen. Und, aber ihr habt ja gesehen, wie sie geweint hat. Sie war todtraurig. Aber was soll ich sagen, Leute? Zeig bitte. Wir haben dafür 6 Äpfel gekauft. Es hat für 6 Äpfel gereicht. Leute, 6 Äpfel. 2,22 Euro. Es hat gereicht für Äpfel und für Schokolade. Ja, aber eben halt nicht meine. Hol mal deine Schokolade aus, ich brauche ein Samtmehl. Findest du die so schnell, auf die Schnelle, machst du hier die dicke Welle? Noch alle Tafeln rausholen. Ich brauche ein Samtmehl. Okay, gut, okay. Jetzt nimmst du deine Schokolade. So. Jetzt nimmst du deine Schokolade. Also Omi hat sie wie viele Tafeln Schokolade gemacht? 2, 4, 6. Damit ich über die Woche komme. Und dann haben wir nochmal extra hier so Alpensahne und Kaffeesahne gekauft. Und Äpfel. Also hier Äpfel. Schokolade. Äpfel. Zartmehl. Ja, und dann 1,11 Euro. Ich mag die Kaffeesahne ganz gerne, so mal so ein kleines Stückchen so zwischendurch. Und die ist auch lecker hier, die Alpensahne. Doch. So, ich probiere mich dann also mal an die Alpen. Aber ich habe ja, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber ich habe ja letzte Woche, die ist immer noch da, ja. Also nicht, dass ihr denkt, ich habe die auch vergessen. Was war das? Es ist mir runtergefallen. Was? Was? Oder hast du so abgenommen, dass der Armreif abfliegt? Ich glaub's ja nicht. So. Immer wenn gestern zum Beispiel, war das gestern ja, ach nach dem Essen, ne, räumen wir ab und dann klirrt das, ne, so klirr, als wenn so ein klirr, so ein Ring oder so ein Ohrstecker rausgefallen ist und ich gehe gleich, mein Piercing? Nee, das ist drin, kann's nicht sein. Und dann erwartet ein? Ein kleines Candieskorn. Genau. Vom Tee, also ich habe auch Krümmelkandis, also so kleiner, der so ein bisschen malzig schmeckt und die sind so klein, dass die manchmal so durchflutschen. Ja. Naja, jedenfalls habe ich mich jetzt hier an die Alpenmilch, ich denke mal, ne, Alpenmilch. Ja. Was man nicht hat, hat man nicht und ja. Muss man halt durch. Dafür haben wir ja Äpfel. Genau. 6 Stück. Oh, oh. 6 Stück. Da kannst du ja dann und dann noch Pink Lady, Leute. 2,22 und angebildet. So, also dann hatten sie bei Aldi hatten sie dann also auch noch Landliebe Landmilch. Genau. Frische Landmilch 3,8%. Aber da haben wir 2 nochmal genommen. Zwei. Die sind bis um 27. Ach man, wir haben jetzt erst letztens Milch drum, die war vom 23.01. oder ja, so. Ja, ja, ja. Die wird natürlich vorher probiert. Und wenn sie dann sauer ist, dann wird dann noch anders. Mach das Licht nicht an, noch an. Ach so, kann... Ja, mach mal noch mal an. Mach mal das Licht auch bitte an. Mal gucken, ob man das merkt. Wir haben jetzt nur die beiden kleinen Lichter an. Und hier Kalito. Oh, Gott sprach, es wäre Licht. So, Lille. Ja, Leute, so ist das. Also zweimal ruhig ist da jetzt hier genau. Noch. Genau. Also haben wir jetzt dann 5-mal Milch. Das reicht. Aber wir haben ja letzte Woche auch keine Milch gekauft, weil wir auch noch hatten, ne? Also ja. Deswegen. So, und dann geht's los. Los geht's. Letztens wurde gefragt, warum wir eigentlich diese... Gibt es keine Geschlechtsbrötchen mehr? Doch, die gibt's immer noch bei Aldi. Und sie hat 2 schöne rausgesucht. Ich habe 2 schöne rausgesucht, es gibt wieder mal Geschlechtsbrötchen. Ja, geht euch doch sicherlich auch so, man hat es irgendwann mal... Möchte man nicht mehr. Und ich habe gedacht, jetzt machst du Pause. Und jetzt fange ich mal wieder neu an. Also 2 Geschlechtsbrötchen.
Oh, ich habe mich auch ein bisschen erschrocken. Aber irre. Was kam denn jetzt? Die kam mal 29 Cent. Ja. Dann kam sie 39 Cent. Ja. Und jetzt bestimmt 45, oder? Ja, ich müsste auf den Bon gucken. Ich weiß es jetzt nicht mehr, aber es war... Oder 59? Ist gut, alles gut, Muckel. Ich bin nur gerade erschrocken über die Preise. Putz dich weiter. So, dann hat ihr hier was Reduziertes genommen. Eigentlich sie nimmt eigentlich nicht so gerne Gewürztes. Gewürz eingelegt, das nehme ich nicht so gerne. Ja. Aber das sieht ganz gut aus. Ist noch bis 17, können wir morgen machen. Heute ist ja erst der 15. Ja, gestern war Valentinstag. Genau. Ja. Ja, 30%. Das soll ja von glücklichen Kühen sein. Von glücklichen Schweinen. Das sind Hühnerkeulen von glücklichen Kühen, alles klar. Ja, okay. Alles klar. Wissen wir Bescheid. So, und dann haben wir für die Mucke jetzt natürlich auch noch was. Das ist bis morgen haltbar. Ja, essen sie da heute noch und morgen. Hähnchen, Geschnetzeltes. Mein Supi Küsse kriegt die ganze Woche nicht da. Nein, stimmt nicht. So, und dann eine Bohnenkugel in Form von Weißkohl. Wollten wir das Gericht machen mit dem Bohnen und so, ne? War das doch mit Weißkraut und Weißbohnen, ne, Petra? Ja, aber das war ja ein anderer Kohl. Ist doch egal. Aber du kannst ja auch mal wieder diese geplatzten Kohlrouladen machen. Genau, die kann ich auch machen. Ne, Bleistift. Ja, da passt der Weißkohl auch. Der hat uns so angelacht, der Weißkohl. So, dann... Hallo. Oh, die sind so lecker. Aber waren die denn beide? Nee, die waren von... Genau. Nee. Von, Benny. Ach, von Benny. Ach, die müssen wir wieder zurück. Die tue ich wieder zurück. Ja, ich würde sprechen. Und dieses hier? Das war vom Aldi, das will ich kosten. Prost. Und zwar ein Kaffee wie... Oh Gott. Steht da vegan? Oder vegetarisch? Hier. Vegan. Vegan. Veganer Kaffee auf Haferbasis. Naja, kosten wir mal. Kann man noch trinken. Das ist Kaffee. Und das Knoblauch. Noch schmeckt? Nicht schmeckt. Koste bitte, Moos. Koste den bitte. Der schmeckt. Auf jeden Fall kalt. Habe ich so einen blöden Geschmack? Mir schmeckt ja gut. Ich überlege gerade. Der schmeckt so was ist da drin? Cremig. Ja, was ist denn da drin? Kannst du erkennen? Ja, ich habe keine Brille auf, Schatz. Aber pass auf, die sehen nicht aus. Zutaten, Haferdrink. Ja, genau, eine Hafer schmeckt. Ja. Den Hafer. Das ist so wie mit der... Mischdichter Hafer. Also, Arabica-Kaffee, 9%. Sonnenblumenöl, Zucker, Säureregulator, Kaliumcarbonate, Verdickungsmittel... Gut, ist gut reich. Ruhrkernmehl. Auf jeden Fall ist es keine Milch, ist Hafermilch. Und ich kann ihn euch empfehlen, das schmeckt. Haferkaffee. Kann ich nicht. Was ist Hafer? Der Kaffee ist Arabica, aber die Milch ist Hafermilch. Ach so, die Milch ist. Aber auf jeden Fall schmeckt das irgendwie nur nach Hafer. Ja, die sticht wieder Hafer. Und dann sind wir an der Kasse, ne? Und dann, pass auf, wir stehen an der Kasse. Hinter mir, wir haben schon einen vorgelassen, kommt noch einer, hat er nur ein Brötchen in der Hand. Ein, Farbiger. Sagt man farbiger, ne? Man sagt nicht schwarzer, man sagt farbiger, ne? Ja, jedenfalls ein farbiger Mensch. Und ich sage, geh vor, ne? Also er sich bedankt. Und da dreht sie sich um und sieht die Cola und sagt Angola. Der guckt mich an, als wenn er bestimmt gedacht, Angola. Weißt du so, gibt es Angola? Ja, ne? Der lachte mich dann so an, so. Und ich sage, nee, hier Cola. Angola kenn ich mit der saufen. Das war mir richtig unangenehm, weil ich dachte, vielleicht fühlt er sich jetzt diskriminiert oder so, ne? Dabei meinte sie Angola. Angola! Zero! Was habe ich dir gesagt? Ja. Zero! Ja, Mutti, sehr gut. Und der dachte, wir meinen ihn Angola. Blo. Fertig? Ja. So,
Achso, jetzt sind wir hier stehen geblieben, hier bei den Halloren. Jetzt sind wir jetzt bei Penny? Ja, das sind wir bei Penny. Okay, jetzt, dann sind wir jetzt bei Penny. Also jetzt, oder warte mal, was ist denn hier noch mit denen hier? Die sind vom Aldi. Achso, ein Tag getakelte Trauben. Hier, nix. Hast du probiert? 30%, die schmecken immer ganz, ganz gut, die doppelten. 30% Trauben. So, dann ist Aldi jetzt durch. Fertsch. Ja. Wenn ich denn noch alles fertig. Wenn ich denn doch noch was finden sollte. Dann finden wir es. Oh. Aber ich glaube, bei Lidl war es nicht so viel. Bei Lidl waren wir auch gar nicht. Da haben wir gar nichts. Bei Penny. Wir sind zu Penny. Pass auf, wir haben ja letztes Mal diese Katzenfutter gekauft von Zoo Royal. Das ist ja die Eigenmarke von Rewe. Da hat auch kein Getreide und kein Zucker. Okay, ist nicht so hoch Fleischanteil wie von Lidl das. Aber dadurch, dass es bei Lidl ja immer letzte Zeit nur noch zwei Sorten gab, und daher auch nur zwei Sorten, ne? Ja. Mhm. Und entweder haben sie oder sie haben nichts. Und wir haben ja letzte Woche die vier Dosen und die haben sie gefressen, die haben uns aus den Händen gefressen. Ja, also wirklich so inhaliert, ja? Und deswegen haben wir da heute eine Palette mitgenommen. Ja. Und da kosten bei. Wie kann das sein? Bei Penny kostet die Büchse 89 Cent. Von Zoo Royal. Bei Hit kostet die 1,19 Euro. Dieselbe. Ja. 30 Cent. Ja, das ist 30? Ja, ich hab da ja schon mal versucht zu erklären. Penny ist ein Kind von Rewe. Ja. Und wenn du jetzt bei Rewe dieses Zoo Royal kaufen würdest, ja, würdest du auch 1,19 Euro bezahlen. Geh ich mal ganz stark davon aus. Und er hat auch schon mal erzählt, dass Hit mit Rewe eine Kooperation hat. Und die verkaufen die natürlich auch für den etwas teureren Preis. Ist ja irgendwo auch, ja. Ja. Wie die das dann, ist egal. Jedenfalls kostet die Dose 89 Cent. Genau. So, ich komme jetzt endlich zu diesen Halloren. Karamell de Seasoil. Salz, genau. Karamell und Seasoil. Kann ich euch echt empfehlen. Die waren jetzt oben Angebot 1,29. Oh, lecker. So, und dann hat Ille noch Schokokrossis. Crunch Base Balls Vollmilch. Oh, die sind auch lecker. Oh, lecker. Dann hat sie hier noch einen. Ach, das ist ja das ist ein leichter, ne? Macht doch nichts. Nicht meine ich ja nicht. Kann auch gerade. Ist leicht oder fett, ist egal. Das ist der, ich habe ja eh keine Figurprobleme. Ich kann leicht und fett essen. Das ist der mit fett den. Das ist der frisch. Mit den Pickeln im Gesicht. Ah, gerniger Frischgüse. Frischgüse. Der sieht immer aus, als wenn ich Pickel ausdrücke. Die irgendwie immer nicht sehen. Ahoi, Brause. Ah ja, Bonbons. Ich habe Knallbonbons gelesen. Oh, die waren immer an. Ahoi, neu. Kaubonbons saure. Von Ahoi. Ist auch schon alt. Ist vegan. Ist auch schon ganz schön alt. Ahoi. Vegan. Ja, ist ja schön. Vegan. Ja, ist auch schon ganz schön alt. Ja, Ahoi, natürlich, habe ich schon als Kind. Mein Gott. Und das zog sich dann so über die Jahre und dann fing das. Aber es schmeckt heute nicht mehr so. Das junge Volk nach uns hat das dann was in den Wodka getan und so weiter. Ja. Ne? Und aber wir waren ja noch vernünftig, ja? Aber das schmeckt trotzdem nicht mehr so wie früher. Auch die Leckmuscheln und so. Nee. Leckmuscheln, nicht Leckmuschi. Leckmuscheln. Tja, ich weiß. Ja. Die haben wir gesammelt immer und so. Ja, ich weiß. Nee, ich hab ganz im Hintergrund ist irgendwo noch so, der Schmack noch da. Aber oder kennt jemand das Berry-Eis? Das war so ein viereckiges, so ein Stieleis, Berry. Oh, das war immer lecker. Berry nannte er sich. Oh, das war so lecker. So, naja, wir gehen jetzt mal weiter. Wir schwelgen jetzt nicht mehr in Erinnerung. Wir haben wieder eine Büchse junge Erbsen und Möhren mitgenommen. Und zwar, wie gesagt, der Jason mag das sehr gerne. Und ich will halt immer was da haben, ne? Dazu haben wir eine kleine Dose mitgenommen. So, Kinder, warte mal. Ach doch, noch hier ein Appelmaus. Eine Appelmaus, die, das ist auch vegan, ne? Bio-Appelmaus. Ist der auch vegan? Nee, der andere war vegan. Der ist gar nicht vegan. Aber Bio, aber ist Bio-Apfelmaus.
Aber was warum ist denn der nicht vegan? Was ist denn da drin? Ist da Gelatine oder irgendwas drin? Oder was ist das? Säurungsapfelsäure, Antioxidationsmittel, ja. Ascorbinsäure. Ja. Aus kontrolliert biologischem Anbau, enthält ja. von Natur aus Zucker. Ja. Nach dem Öffnen. Nach dem Öffnen im Kühlschrank lagern und innerhalb weniger Tage verzehren. Ja, warum das jetzt nicht. Verstehe ich nicht. Also, okay. Bio. Bei Penny. Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. So, Kinders. Genau. Warte mal, Jeit, wir sind hier noch nicht ganz fertig. Ach ja, genau. Du hast hier noch so einen veganen Bacon mitgenommen. Da fehlen auch noch die Würstchen. Wo sind denn die Wien? Ach, hier sind sie doch. Ich hab sie doch. Genau. Ihr merkt, ne, wir sind immer mehr auf dem vegetarisch-veganen Trip. Hier habe ich mal wieder Bacon mitgenommen, den werde ich auch diesmal braten. Ich fand den auch schon im Rohen, also so kann man den ja auch essen. Aber ich werde den mal braten und dann kosten, wie er schmeckt. Und wir haben Mühlenwürstchen, die wieder. Ach nee, die Wiener. Wiener. Ist aber nur vegetarisch, weil auf Eibasis. Ist vegetarisch auf Eibasis. So. Kinder, das war's. Die Kinder, das war's. Reich, oder? Ich finde jetzt nichts mehr hier. Nee, wir haben alles. Alles haben wir ja. So, also was wolltest du wissen, was was kostet? Nee, wolltest du nicht. Nee, ist egal. Also nicht 89, 99 kostet die Dose. 99 sind 89 Cent. Wenn eben 99. Was war denn 89? Ach, die anderen vielleicht. Also auch egal, jedenfalls. Naja, ist auch egal. Ist egal. Ja. Gut, ihr Lieben. Das war's von euch, für euch, von uns. Für uns. Mit diesem Foodhaul. Es hat sich wieder gelohnt. Da sind mal ein paar andere Sachen diesmal bei gewesen, ne? Also so, weil wir bei Penny mal wieder waren. Und, aber das ist halt ein gut aufgeräumter Laden. Ja, das hat uns ja schon von Anfang an, als wir ja. da das erste Mal einkaufen waren und sie dann danach wieder. Buko, ne? Ist irgendwie. Ja, alles wieder. Ja. Wie er neu gemacht hat, da ja. waren wir auch mal da und ja. Der hat auch seine Ordentlichkeit genau. behalten. Ja. Ja. Muss ich auch sagen. Also da ist nicht so wie, da kommst du sonst rein, in anderen Penny-Läden kamst du rein, das stank immer schon so nach verfaultem Obst oder Gemüse. Da wurde zweimal oder dreimal am Tag so kontrolliert, wie das Gemüse aussieht. Und da steht dann immer ein Schild vorne, auf Frische geprüft. Ja, um 13 Uhr, 12 Uhr, irgendwie so. Ja. Genau. Mhm. Ja, ihr Lieben, das war's für uns, für euch. Ja, wir wünschen euch was. Ich meine, ihr habt ja jetzt gestern, also ihr seht jetzt heute, ne, ihr habt ja noch ein anderes Video davor gesehen. Quatsch, Schnitt weg. Wir wünschen euch was. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ja. Und. Was sagen? Ach so, und wir waren heute mal wieder im Solarium, ne? Also haben wir uns heute gegönnt. Ja, das war so ein bisschen Entspannung. Genau, Entspannung, genau. Nach dem ganzen Stress. Ja, ihr Lieben, wir wünschen euch was. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ja. Ja, ne? Ja. Wir beten mit überschränkten Arme. Und was sagen wir? Immer wieder gerne. Tschüss. Und Scotty, mal gucken, er muss erstmal innen. Pup, pup. Und. An ist er und tschüss.